Ich schlage mich weiter durch das Dickicht vom VLDC 2015 hier in der Waldwelt. Weiter geht's mit Rex's Shroomgarten, also mit dem Pilzgarten von Rex, von... Jeffeth Mario 21st. 21. ist er allerdings nicht geworden, sondern 42. Mal schauen, was er fabriziert hat. Ist ein bisschen dunkler als für gewöhnlich. Sieht fast so aus, als würde hier bald ein Gewitter aufziehen. Die Sonne scheint auf jeden Fall schon mal nicht. Nett diese Münzformationen, die jedes Mal eine andere Farbkombination aufweisen. Wie ein geheimer Code, den es zu entschlüsseln gilt. Und da ist die Münze Nummer 1. Komm ich da einfach so ran? Tatsache. Den Galumba warte ich jetzt mal kurz ab. Obwohl der ja nicht mal ersäuft, sondern ganz gechillt am Boden... LOL! Was ist das denn? Ganz gechillt am Boden weiterläuft, aber... Aha. Okay. Die Plattform ist wohl ein bisschen verbuggt. Da ist das, was ich eigentlich... Das, was ich eigentlich ausfahren sollte, die ganze Zeit vorhanden. Und das habe ich ja richtig gern, irgendwo aus dem Off mit Panzern beschossen zu werden. Ein Trampolin! Eine kurze Bekanntschaft mit dem Trampolin, denn hier muss ich es bereits einsetzen. Jetzt wird er auf einmal wieder fair. Platziert hier so einen Zementblock, damit man nicht von dem roten Koopa getroffen werden kann, weil der sich offscreen befindet. Also das lässt er dann wieder zu. Ah, da ist tatsächlich was! Er hat mich extra ein bisschen weiter nach unten fallen lassen. Für den Fall, dass er da was versteckt hat. Oh, hoppla. Und das ist ein 3-Up-Mond. Ob sich der wohl auch zurücksetzt? Dann wäre das eine relativ schnelle Möglichkeit, um an Leben zu kommen. Hier gibt es aber nichts mehr. Das ist das Ende des Levels. Also zumindest nach unten hin. Power-Up vielleicht? Nein. Dachte, weil so nah am Checkpoint. Ups. Die Existenz des Galumbas ist einfach ausgelöscht. Trampolin Nummer 2. Wo setze ich das denn ein? Ich springe einfach mal hier hoch. Was die richtige Entscheidung war. Wenn ich jetzt nämlich von der anderen Seite komme, dann kriege ich das Ding. Und das brauche ich auch. Denn der Weg wird mir durch Blöcke blockiert. Blockierende Blöcke. Endlich tun sie ihrem Namen mal alle Ehre. Danke fürs Absetzen. Und ich krieg das Leben. Hab wohl genügend Münzen eingesammelt. Die Sachen, die aus den Blöcken rauskommen, die haben ihr normales Farbschema. Die passen irgendwie nicht so richtig hier rein. Die sehen aus, als wären sie erleuchtet. Also, warte mal. Nein, genau das wollte ich vermeiden. Und mit dem Trampolin kann man so Zeug nämlich nicht aufmachen. Ah, der Chuck. Hey, Chucky. Chucky. Wieso? Wieso hast du keine Lust mehr zu leben? Naja, so geht's auch. Juhu. Aber der Chuck hätte mir das garantiert auch öffnen können. Der macht mir total Angst. Was hat denn der für ein Problem? Der hört nicht mehr auf, sich umzubringen. Einmal ist ihm wohl nicht genug. Das war nur ein paar Münzen wert. So, jetzt aber, oder? Und er kriegt es tatsächlich hin, mich umzubringen. Boah, was für ein Sucker war das denn? Erst latscht er hier 50 Mal in den Abgrund und dann boppt er mich da rein. War aber auch zu eng, die Stelle. Da hatte ich jetzt nicht irgendwie die Chance auszuweichen. Und wenn man einmal getroffen ist, dann wird man halt weggeschleudert. Naja, so weit war es jetzt zum Glück nicht. Da bin ich gleich wieder dort. Juhu! Und die Drachenmünzen ignoriere ich jetzt auch mal. Auch wenn sie mehr oder weniger auf dem Weg liegen. Es ist nur... Ach, die haben sogar die behalten ihre Farben. Das ist ja merkwürdig. Beziehungsweise die grünen nicht und die roten schon. So, könnt ihr jetzt mal euch hier ein bisschen... chillen. Ich mag die Galumbas ja eigentlich, wie die herumgestoßen werden. Ich mag das total. Jetzt ist er beim ersten Mal nicht gesprungen. Das kommt so oft vor an diesen Schrägen. Da werden die Inputs gefressen wie die Burger bei McDonald's. Boing, boing. Was bist du für einer? Clapping Chuck oder springender Chuck? Irgend sowas in der Art. Soll ich unter dem durch? Man kann es ja mal probieren. Auch wenn es nicht nötig ist. So, das müsste die letzte Münze sein. Und hoppla. Wenn das Level jetzt so langsam mal zu einem Ende kommt, dann habe ich da auch nichts dagegen.
Ja, 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 was bist du denn für ein Cleverer? Springt da einfach mal zackig über mein Geschoss drüber. Dabei habe ich das extra als Schutzschild vorausgeschickt. Und da ist es das Ziel. Kriege ich sogar noch einen Pilz für die Reserve, aber das bringt ja gar nichts in diesem Hack. Funktioniert ja gar nicht, stimmt. Alles wird zurückgesetzt, nachdem man ein Level geschafft hat. Ja, das war ganz nett, das Level. Es war eigentlich ganz gut designt. Sehr Standard, aber gut gemacht. Und der Tod, den ich gestorben bin, war eigentlich auch unnötig. Eating Block Ruins nennt sich das nächste. Also die Ruinen der Schlangen, nee. Ja gut, das werden diese Schlangenblöcke halt sein, die sich selber fressen. Von irgendeinem Typ. SomeGuy712X. Immerhin der 18. Platz. Und nachdem wir jetzt einige Level hatten, in denen es keinen Secret Exit zu finden gab, gibt's hier wieder einen. Ja, das sind diese fressenden Blöcke. Sobald man irgendwo einen braunen Block betritt, werden die in Gang gesetzt. Und wo sich dieser braune Block befindet, ist eigentlich wurscht. Also die richtigen Mechaniken weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das funktioniert. Aber es funktioniert auf jeden Fall irgendwie so. Und der Block da oben, der ist schon mal relativ verdächtig. Vielleicht befindet sich der Schlüssel ja direkt da oben drauf. Lol. Direkt da oben drauf. Ich wollte eigentlich nur die Knöpfe wechseln. Es passiert mir so oft, wenn ich eigentlich nur den Knopf wechseln will, dass ich ihn dann drücke. Ah, schade, es ist nur ein P-Switch. Na gut, dann drücken wir den mal. Hat jetzt aber irgendwie gar nicht mal so einen großen Effekt. Kein Pfeil? Oder irgendwas in der Art? Das ist ja doof. Wofür war das denn jetzt gut? Muss ich mir jetzt etwa aussuchen, wo ich den aktivieren will, irgendwo im Level. Ich bräuchte mal einen braunen Block, damit diese Schlange da oben weggeht. Jetzt habe ich sogar noch einen Disco-Panzer erschaffen. Schnell weg hier. Ach, da ist ja einer. Jetzt geht das nämlich hier auf. Und ich komme an die Dragon Coin ran. Die Röhre hier. Ja, die war nämlich verdeckt. Ich habe mir fast gedacht, dass es irgendwas mit der auf sich hat. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist hier irgendwas drin? Damit kann ich mir irgendwelche Blöcke erschaffen. Ach, da ist ja der Schlüssel. Ich muss nur dieses Ding hier irgendwie wegkriegen. Wahrscheinlich muss ich dafür das alles zusammenbauen und dann anschließend aktivieren. Reicht das schon? Sieht gut aus. Ach nein! Hier brauche ich den P-Switch. Damit ich die Münzen in Blöcke verwandeln kann. Um dem Schlangenblock den Weg zu ebnen, quasi die Weiche zu stellen, damit er die Blöcke um den Schlüssel herum auch noch auffrisst. Alles klar. Dann weiß ich immerhin schon mal Bescheid. Versuche ich jetzt den regulären Exit zu finden. Jetzt bin ich wieder hier beim Checkpoint, der auch etwas schwieriger verdient sein will, so wie es aussieht. Nee. Renn Mario, schieß einfach Feuerbälle voraus. Das hier ist eine Sackgasse. Dann gehe ich mal hier rein, in die Röhre, die der Lucky Two bewacht hat. Ich muss wahrscheinlich schnell sein, wollte aber trotzdem wissen, was sich in dem Block befindet. Nein, wieso mache ich immer die risikoreichen Varianten? Einfach unten landen, den auf die sichere Weise abballern, verstehst du? Oh, ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Ups, ja. War eigentlich gut zu sehen mit der Röhre. Und so ist der Checkpoint verdient. Ach so, da kann ich gar nicht raus. Das ist eine feste Brücke. Ich gehe einfach mal da rein. Und habe dadurch irgendwas gewonnen. Ah, dang it, so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. Na gut. Lol. Hätte ich ihn hier machen müssen. Also da drüben ist ein brauner Block. Ah, und wenn ich jetzt hier drauf stehe, dann setzt sich das wahrscheinlich in Gang. Jepski. Warum sind denn hier so viele Gegner? Von jeder Cooper-Art einer und noch ein Chuck dazu. Ich versuche mal den Panzer noch mitzunehmen. Oh yes. Ein neuer Bereich. Ich mache Fortschritt. Oh, hier muss ich aufpassen. Da kann man nicht überall stehen. Immer nur da, wo grünes Gras drauf wächst. Ach, das hätte ich nicht berühren dürfen. Ich bin ja ein Depp. Das war eine Falle.
und gleichzeitig noch den Weg zur Coin verbaut. Was kommt denn hier alles auf mich zu? Warum sind da Münzen auf den Notenblöcken? Ich will die ausprobieren. Ah, Power-Up. Na dann her damit. Noch eine Röhre, die genauso aussieht wie die von vorher. Boah, der Notenblock ist aber schwierig zu erreichen. Aber dafür gibt es auch einen Stern. Nur kommt man hier gar nicht mehr so leicht raus. Ich bin mal gespannt, ob ich endlich mal ein Level gefunden habe, bei dem man ein paar Leben upgraben kann. Naja. Nicht so wirklich viel. Immerhin zwei. Und wenn ich... Och, das ist so ein Teilen da. Ach du Schande. Wenn ich jetzt nicht noch die Münzen eingesammelt hätte und mich ein bisschen umgesehen hätte, dann hätte ich da noch vielleicht ein, zwei Leben mehr abstauben können. Vielleicht sogar die ganzen Chucks noch dazu. Dann würde es sich echt lohnen. Gut. Die Leben, so langsam kriege ich wieder ein paar zusammen. Dann geht's jetzt an den Secret Exit. Japski. Ja, da kommt man wohl nicht direkt hoch. Man muss... Oh, der dreht ja um. Ist ja ein roter. Muss mir also erst den Cooper holen. Der Panzer reicht. Und mit dem... aktivieren bitte nicht. Und mit dem Switch gehe ich jetzt... Ach ja, genau. An die Stelle mit der grauen Röhre und dem Lakito. Ja, das ist ja dann alles gar nicht mal so schwer zu finden. Glücklicherweise. War hier eigentlich was drin? Nein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich alles in der richtigen Reihenfolge mache. Erstmal aktiviere ich die Notenblöcke für die Zwischenteile und... Ja, dann kann ich es eigentlich auch schon aktivieren. Und wenn ich den P-Switch jetzt aktiviere, dann sollte eigentlich auch gar nichts mehr schief gehen. Yep, da haben wir ihn. Muss ich nur noch einen Weg zurückfinden zum Schlüsselloch ans Anfang des Levels. Aber das war auch nicht das Problem. Ich komme hier raus... Über dem Checkpoint. Wenn ich jetzt unter dem Checkpoint gestartet wäre, dann wäre es kompliziert geworden. Aber so muss ich tatsächlich noch irgendeinen Weg finden, dieses Schlangenblock zu aktivieren. Ist aber dank des P-Switches auch kein Problem. Yep. Perfekt. Cool gemacht. Beide Exits und sogar die Drachenmünzen komplett. Kommt ganz selten vor. Haben wir noch Zeit? Jo, wir haben noch Zeit. Kind Timber Biome von KTBH. Nee, KTB Hacking. Uff, 65. Platz. Zwei Exits, keine Sternenmünzen, Drachenmünzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen muss. Der freundliche Holz Biome? Ich weiß nicht, was ein Biome ist. Vielleicht sowas wie ein Biotop. Das sieht schon wieder aus wie eine direkte Kopie eines Levels aus Super Mario World. Also zumindest, als ob die Assets nur ein bisschen verschoben worden wären. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber von einem 65. Platz muss man ja jetzt auch keine Wunder erwarten. Zwar versuche ich immer vor... Ja genau, ich versuche immer voreingenommen zu sein. Ich versuche immer unvoreingenommen zu sein, weil... Im VLDC 14 hatten wir echt ein paar Level, die total niedrig platziert waren und dann sich als super gut herausgestellt hatten. Und für den Secret Exit darf ich wahrscheinlich alle Röhren dann abchecken. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber davon gehe ich mal aus. Hallo Fischi. Die Flamme springt in die... Nee, nicht in die Lava, ins Wasser. Das ist gar nicht gesund für so eine Flamme. Hier hätten wir schon mal das Schlüsselloch. Wie im letzten Level wird es uns einfach präsentiert und die Schwierigkeit besteht darin, den Schlüssel zu finden. Flop, 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 flop. Den kann er natürlich auch irgendwo hinter dieser Fassade von Blättern versteckt haben. Tja, das war jetzt wirklich... leicht einschläfernd, das Level. Ja, wer weiß, vielleicht reißt das ja mit dem Secret Exit noch raus. Das kann natürlich sein. Auf wie geht's? Ach ja, ich bin ja wieder klein. Darf gar nicht so viel Risiko gehen. Ich wollte den nicht triggern. Ganz ruhig, Wickler. Ja gut, dann checke ich halt jetzt mal alle Röhren aus. Was bleibt mir anderes übrig? Wenn ich hier einen Stern hätte, dann könnte ich richtig Leben absahnen, weil die Wickler ja auch mit der Zeit mehr als ein Leben geben. Ich glaube maximal
3 oder sind es nur 2? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe das immer gemacht in Mario World im ersten Level vom Forest of Illusion. Da kann man sich ja einen Stern holen und dann ganz viele Gegner und Wiggler wegräumen. Da, 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 da. Falls es aber... Ach, da ist sie auch schon. Das wird es ja wohl sein, oder? Wie kriege ich es hin, mich nicht selbst zu töten? So, reicht das? Hep. Perfekto. Ja, das hat schon einen guten Super Mario World Flair, das Level, aber dann doch ein bisschen zu einfach gestrickt. Also nichts gegen einfache Level, aber hier ist ja gar nichts los. Und richtig nervig gemacht auch, dass der Schlüssel vor dem Checkpoint zu finden ist. Das heißt, wenn man den erstmal eingesammelt hat, dann muss man immer zurücklatschen. Und das weiß man ja zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht. Okay, das ging schnell. Und weil das nächste Level nur einen Exit hat, würde ich das eigentlich noch ganz gerne spielen. Ruin Swamp Platform Mist. Also sowas wie Ruinen, Sumpf, Plattform, Nebel. Von Imamelia, der Name sagt mir was. 27. Platz. Und die Oberwelt hat auch so eine gekräuselte Oberfläche, also hat wirklich was mit Nebel und Sumpf zu tun. Ich finde das super gemacht, wie fast, oder eigentlich für jedes Level, nochmal die Oberwelt so einen eigenen Touch bekommt. Ist richtig gut. Hey, die Musik gefällt mir. So basslastig. Klack, 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 klack. Schon mal ein Panzer aus dem Off. Kommt fast in jedem Level vor, ne? Also damals waren die Level-Design-Philosophien echt noch ein bisschen anders gestrickt. Ja, diese grünen Waldlandschaften zusammen mit dem Sternenhintergrund, das macht sich aber richtig gut. Oh, upsa. Da habe ich jetzt irgendwie nicht dran gedacht, dass mich das Wasser wegtreiben lässt. Und das auch noch dann auf meinen Sprung Auswirkungen hat. Wo ist der denn jetzt zurückgeprallt? Ach da. Dachte gerade an den Baum, hä? Kann doch gar nicht sein. Oh, jetzt muss ich aber aufstehen. Das war knapp und jetzt... Immerhin stürzt man nicht direkt ab und das Wasser ist auch nicht tödlich. Und... Juhu! Ist das jetzt wirklich erst die zweite oder habe ich was übersehen? Nicht, dass es wichtig für mich wäre. Jetzt habe ich mich echt in eine dumme Situation gebracht. Nur wegen dieser einen Drachenmünze. Ein Pilz für die Reserve. Und jetzt geht's in irgendein Gebäude hinein. Wo der Nebel endlich auftaucht. Der mir versprochen wurde. Naja, solange er nichts verdeckt. Wieso habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich werfe einfach gerne mit Panzern. Ist das auch nur normales Wasser? Glücklicherweise. Aber hier ist keins. Frech. Juhu. Das ist ein richtig schön spaßiges Platforming-Level. Das habe ich leider nicht gesehen, wo ich da unten hätte stehen können und wo nicht. Ach, überall. Oder steht das jetzt hier ein bisschen über? Das muss ich mir genau angucken. Ja, das ist nicht einfach. Ich hätte lieber von der Plattform da direkt runterspringen sollen. Ach, die ist wieder da. Dann ist es ja kein Problem. Juhu. Ganz so einfach war es dann doch nicht, habe ich mitten im Sprung gemerkt. Vor allem mit Groß Mario, der sich leicht die Birne anschlagen hätte können. Oh, Gott sei Dank kam mir das entgegen. Da oben ist noch eine Münze, habe ich gerade gesehen. Die vierte. Wir nähern uns also dem Ziel. Ja, das Level macht richtig Spaß. Das ist richtig coole Platforming-Action. Ja, irgendwann musste das ja passieren. Und ich hätte sogar relativ weit oben, glaube ich, abspringen müssen, wenn ich da hingewollt hätte. Kann ich aber jetzt nicht mehr, das ist blöd. Wäre vielleicht die letzte Drachenmünze gewesen. Oh, da fängt er mich noch ab. Ja, das wäre sie 100%ig gewesen. Ein sehr schönes Level. Und wenn das schon der 27. Platz ist, dann kann man sich ja echt Hoffnung machen für die ganz großen und ganz tollen Platzierungen. Das Blümchen. Da ist es schon mal nicht.
Muss mich ja ein bisschen anstrengen in den Bonusspielen, um Leben zu sammeln. Früher oder später kann ich sie sicher wieder gebrauchen. Waren sicher nicht die einzigen schlimmen Level, auf die ich hier getroffen bin. Ich werde mir jetzt offscreen das Level nochmal anschauen und die Münze holen, weil mir das echt gut gefallen hat. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder mit Tragic Revolution, die tragische Revolution von Koopster. Bis dahin, ciao. Das ist jetzt irgendwie ein kompletter eigener Abschnitt. Gut, dass die Aufnahme noch läuft. Ich meine, Secret Exit gibt's ja keinen. Also, ist das hier alles wirklich nur für eine Drachenmünze? Also für diejenigen, die sich tatsächlich dafür entscheiden, alle einzusammeln, nochmal eine kleine Extra-Challenge. So sieht's aus. Ist noch nicht mal so einfach. Man kann hier sehr leicht abstürzen. Und weil man ja dann alle Drachenmünzen verliert, die man bereits eingesammelt hat. Aber da ist sie. Okidoki. Ja, cool. Und direkt am Ziel wird man auch noch abgesetzt. Jo, dann verabschiede ich mich jetzt aber wirklich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.